In einigen Ländern wird der Nikolaus ja mit einem Keksteller überrascht. Und ich weiß genau, was dem Nikolaus richtig gut schmeckt. Nämlich meine Orangen-Schokokekse. Und die sind ganz fix gemacht. Ihr braucht lediglich das dafür. 200 Gramm Mehl, 75 Gramm braunen Zucker, eine Bio-Orange, 1/4 Teelöffel Salz, 75 Gramm dunkle Schokotropfen, ein Ei, 100 Gramm Butter und 1 Teelöffel Zimtpulver. Meine Orangen-Schokokekse sind so schnell gemacht, so schnell können Rentiere laufen, also ganz, ganz fix. It's a magical season. Erstmal kommen die trockenen Zutaten in die Schüssel, das Mehl, der braune Zucker und das Zimtpulver. Orangenabrieb ist ganz wichtig, denn ich finde, Orangen sind auch was ganz Tolles im Winter. Es erinnert ein bisschen immer daran, dass ja irgendwann wieder der Sommer kommt und dass es irgendwann wieder nach Obst und frischen Blumen duftet. Also für mich sind Orangen auch was ganz, ganz Feines und Wichtiges im Winter. Und nichts duftet mehr nach Orange als der Abrieb davon. Dann kommen die Schokotropfen rein, das Ei und die weiche Butter. Alles zusammen wird durchgerührt wie im Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt. Der Teig bleibt dabei recht fest. Das ist bei dem Verhältnis der Zutaten normal. Der Teig ist schon fix zusammengerührt. Und jetzt gibt es kleine geformte Plätzchen daraus. Und meine Kekse, die steche ich nicht aus, sondern ich forme so kleine runde Kugeln, die ich dann so ein bisschen platt drücke. So, jetzt kommt ein bisschen Mehl an meine Hände. Jetzt kann es losgehen mit den Plätzchen. Einfach so kleine Kugeln formen, ein bisschen platt drücken. Und dann kommen die aufs Blech. So. Die Plätzchenbäckerei geht ja in Deutschland schon richtig weit zurück. Also wenn man mal überlegt, es gibt es wohl schon seit dem Mittelalter. Und früher war das so Tradition, dass die Mönche das gemacht haben zur Weihnachtszeit, um an Jesu Geburt zu erinnern. Und dann hat sich das überall so eingeschlichen, dass Familien das auch gemacht haben. Und seitdem gibt es diese Weihnachtsbäckerei. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Tradition. Und ich finde es toll, dass es hängen geblieben ist. Ho, ho, ho. Die Mönche verschenkten dabei die noch wertvolleren Stollen und Lebkuchen. Die Bürger backten die günstigeren und einfacher zu machenden Plätzchen. Plätzchen kommt ja ursprünglich von dem Wort Platz. Und Platz war früher ein flach geformter Kuchen. Das heißt, Plätzchen ist ein kleiner, flach geformter Kuchen. Toll, oder? So. Ach, toll sieht's aus. Jetzt kommt das ganze Blech in den Ofen bei 200 Grad für 12 Minuten. Das Tolle ist, die Kekse sind so kurz im Ofen, da kann man schnell wegräumen und sie gleich wieder rausholen. Die könnt ihr dem Nikolaus fast in der Zeit backen, in der er die Stiefel befüllt. Wenn ihr es Weihnachten genauso wenig wie ich erwarten könnt, dass es endlich Geschenke gibt, bei diesen Keksen kommt die Bescherung ganz schnell. Ta-da-da. Ach, herrlich. Sie sehen nicht nur gut aus, sie duften auch unbeschreiblich gut. Und man sieht jetzt hier überall die schönen Schokoladenstückchen. Die sind, wenn der Keks jetzt so warm ist, noch so richtig schön schmelzig. Am besten lässt man die Kekse ein bisschen abkühlen und dann kann man ganz viel mit ihnen anstellen. Man kann sie natürlich alle auf einmal essen, aber man könnte sie auch verschenken und dann kann man sie ganz hübsch verpacken, zum Beispiel in so kleine Tütchen. Ich nehme mal die hier mit den Sternen, die passt super für meinen Nachbar. Der kriegt ein paar Kekse. So. So. Packe ich ihm gleich in seine Schuhe an der Tür und dann klingle ich und renne schnell weg. Und die restlichen Kekse sind lange haltbar, wenn man denen eine Dose gibt. Und sollten sie irgendwann mal zu hart werden, dann einfach einen Apfel mit dazugeben, dann bleiben sie schön soft. Ja, die Dose ist voll. Der passt jetzt nicht mehr rein, den muss ich probieren. Oh.
Lecker. Orange, Schokolade. Also, dass der Nikolaus diese Kekse liebt, kann ich verstehen. Die sind einfach köstlich. Die sind schön mürbe und man sieht hier, dass die Schokolade noch von der Wärme ein bisschen schmilzt. Und das ist richtig toll. Dann hat man einen zarten Schmelz auf der Zunge. Köstlich, schön weich, soft und außen knackig. Meine Orangen-Schokokekse duften nach Sommer und schmecken nach Winter. Mit der feinen Zimtnote lockt ihr den Nikolaus direkt zu eurem Haus.